Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die mit dem Krian. Hallo, ja, Yogi. Ich will dauernd Jacko sagen. Ich bin das gewohnt. Vollkommen in Ordnung. Ich Nee? habe Shotgun-Parts gefunden. Cool. Ja, wir sind noch in einem Militärcamp, wo, also was heißt Camp? Diese kleine Ansiedlung an Dings. Ich denke dauernd, ich höre hier Zombies, aber hier sind keine. Irgendwie nicht, gell? Ja, und was machen wir? Ja, wir sind auf dem Weg zum Schatz. Wir sind ja jetzt Schatzgräber geworden. Man könnte auch sagen, Totenkrieg. Hast du das eigentlich mal gemacht hier, so schön Friedhöfe geplündert? Geht das hier? Ja, also du kannst Nee, Friedhof. also. Es gibt auf jeden Fall auch in Neviskan einen Friedhof direkt neben der Kirche. Hast du den nicht Okay. gesehen? Nee, so viele Stunden habe ich noch nicht drin verbracht, muss ich ja gestehen. Die ist auch in der Nähe der Farm. Okay, ja, Nicht die so Farm, weit. da bin ich nochmal drüber gerannt und wurde dann von Hunden verfolgt. Ja, zu Recht. Ja, dachte ich mir auch. Die Hunde sicher auch. Ja, auf jeden Fall ist da dann auch eine Kirche und daneben ist dann ein kleiner Friedhof, wo du dann im Särge looten kannst. Okay, krass. Kommen da noch Zombies raus, oder? Nee. Schade. So krass ist Ist ja das nicht. lustig so. Machst es auch so. Oh, ein Stein. Minus 10 Grad, das will ich jetzt ehrlich gesagt nicht haben. Wir müssen relativ Oh, hier ist irgendwo ein Zombie. Oh, ja, direkt hinter mir. Hallo, Zombie-Freund. You're overheating, rest or get shelter. Ja, deine Mutter ist overheating. Guck mal, was ist die heiß? Oh ja. Ich meine, wir Also, wissen auf jeden Fall, sie ist kein Noob. ist er deine Mutter, daher. Oder vielleicht die von dem Zombie hier. Ja, ist die kein Noob, ist es klar. Ich finde es sehr interessant, die Zombies haben aktuell so das Bedürfnis, nicht auf mich zuzulaufen. Ich weiß nicht, ob die mich nicht sehen. Ich glaube, sie sehen dich ganz genau. Ja, gut, also das kann natürlich auch sein. Ich bin so furchteinflößend, dass die sagen, nee. Gut, das ist eher verbuggt, würde ich sagen, weil der dreht sich die ganze Zeit einfach im Kreis. Oder er läuft im Kreis, besser gesagt. Krian, das ist ein Wildschwein. Jagst du das Ja, gerade? ich versuch's. Ich sehe es halt kaum, weil es dunkel ist. Wenn ich den Zombie hier fertig gemacht habe, ne, komme ich mal vorbei. Jetzt habe ich's. Ich hätte Kommst du halt her? wirklich gern hier so einen Helm. Oh, die sind so göttlich. Ich wusste ja nicht mal, dass sowas existiert. Und dann auf der Blazy hatte ich einen gefunden und ich denke mir so, geil. Ah, jetzt schlägt er mich auf einmal. Ist klar. Stirb! Alter, was hält der denn aus? Hoi, 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 das ist mir alles hier zu blau. Okay. Bestimmt dort. Ich habe jetzt ein bisschen Stuff geholt. Wollt mir nicht zu deinem Schatz gehen? Ja. Wieso spielst du dann wieder mit Zombies? Sein Kopf ist gerade explodiert. Ja, weil der hinter mir war und ich auf dich warten musste. Wir müssen relativ straight Richtung Osten, so. Den zweiten von Osten aus gesehen, den Pfeil peile ich gerade an. Also Richtung Südosten oder Richtung Nordosten? Nordosten, sorry. Aha. Das hat mich einfach irgendwo hinlaufen lassen. Natürlich. So, ich mache meine Fackel aus. Ich habe ja eh meine Night Vision an. Und am Ende hätte er rumgeheult von wegen, ah, oh, ich sterbe, hilf mir. Ja, Krian, wo bist du? Was soll Ja, der Scheiß? genau so. Natürlich. Du kennst mich doch. So. Also, mir ist voll heiß. Dann musst du ja was ausziehen. Damn, ich habe ja meine fucking dicke Jacke noch an. Gut, dass du das sagst. Recycling. Ohne mich würde Jaco hier sterben. Kann ich dir ein bisschen Eisen geben? Ja, tu es einfach hier in diesen. Wo bist du denn? Ich muss das gerade hier fallen. Es sind nur 7 Stück, vergiss es. Ja, dann halt nicht. Behalt's doch. Ne, ich habe es eher weggeschmissen. Kriegen wir das mal und kriegen wir einen weiteren Slot. Hallo. Ist halt platztechnisch echt nicht gerade schön aktuell irgendwie. Finde ich. Nee, definitiv nicht. La 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 la. Ah, jetzt wird mir wieder kühler, Gott sei Dank. Wie weit haben wir es denn noch? Sind wir endlich da? Ja, ich muss mal pipi. Wir haben noch 0,8 Kilometer. Also haben wir knapp die Hälfte geschafft. Ja.
Bisschen mehr als die Hälfte. Die ganze Nacht über unterwegs. Ein schmaler Stein. Oh, Level 4. Sehr schön. Von was? Insgesamt. Oh. Aufstieg Level 4. Ich habe 17 Skillpunkte, die ich raushauen darf. Oh, da fällt mir ein, ich könnte auch mal gucken, ob ich was hab. Ich hab was. Bin ein sexueller Dinosaurier. Oh, wenn's richtig fies ist, könnte es sogar sein, dass der Schatz da hinten im Wasser ist. Das wäre ultra fies. Würde aber den Vorteil sein, dass er halt nur am Grund ist, da muss man nicht graben. So, das wäre wiederum geil. Was ist in diesen Schätzen drin? Ist da Loot drin oder ist da... Da ist Loot drin. Da kann Gold drin sein, da können Materialien drin sein, Essen, Trinken, Waffen. Okay, also nicht einfach nur Geld. Nee, ist unterschiedlich. Also es kann auch nur Geld drin sein. Ja gut. Also es kommt darauf an, was für ein Typ das halt ist. Das war irgend so eine Tante. Ach, Alter, hab ich mich gerade erschreckt. Hallo. Hallo. Ich hatte irgendwie gerade Kleber, Ja, hatte... normalerweise braucht man Kleber, ja, gut, aber halt Duct Tape zu machen, aber du kriegst es auch, kannst es selbst machen durch die Knochen. Also ja. Ich dachte eben, ich werde vom Auto überfahren, obwohl das eigentlich nicht möglich ist. Noch nicht. Alpha 17 soll es auch Auto geben. Ja, Alpha 17, ja. Also 2020. Eben. So, hier ist Wasser. Im Wasser können ja keine Zombies sein, oder? Doch. Die laufen halt am Grund, also sie können nicht schwimmen. Cannot breathe. Ja, wie gut. Weit haben sie es denn noch? Ich kann gerade nicht gucken, weil sonst gehe ich unter. Ich guck trotzdem mal. Wie 0,4 Kilometer. Es wird halt wahrscheinlich wirklich mitten im Wasser sein. Es ist düster. Gut, schwimmen wir halt ein bisschen, nicht wahr? Eine andere Frage, ist dein Inventar leer? Nein. Ja, das ist schlau. Ich habe das auch gerade festgestellt, dass das schlau ist. Sollten wir vielleicht da drüben gerade mal ein Kistchen hinbauen, ne? Oder irgendeinen Loot-Container suchen und da mal ein bisschen umstrukturieren wieder. Ja. Dass du definitiv. Dann wenigstens ein leeren Ding hast, dass du eben looten kannst. Definitiv eine gute Idee. Wo dann, ich brauche wieder ein Lagerfeuer. Mir wird wieder kalt, weil es nass ist. Guck mal, hier oben, da ist ein Mülleimer, da kannst du ein bisschen was reintun. Nice. Im Feuer. Ich hab's nach Feuer gemeldet. Jetzt schwimme ich mal rüber. Du bleibst hier, oder? Ja, ich bleib dann gerade hier, mach nochmal Essen. Perfekt. Also vor allem, dass ich stehen. Und das entsprechende Mülleimerchen wieder finde. Ich schwimme durch den See. Oh. Jetzt wird mir kalt, weil ich im Wasser bin. Ja. War klar. Hilft es was, wenn ich jetzt eine dicke Jacke anziehe? Ja. Hilft jetzt. Echt? Ja, natürlich. Geil. Dann hast du ja ein Ding. Aber es wird halt nachträglich immer noch kühl sein, weil du ja immer noch nass bleibst. Darfst du nicht vergessen. Ja, das ist ja in Ordnung. Aber jetzt für den Moment, ja? Das Lagerfeuer trocknet mich ja wieder, oder? Ja, glaub schon. Kann sein. Das Spiel ist sich nie so ganz sicher, ob ich über Wasser bin oder unter Wasser. Erstmal ein Schlückchen Kaffee da drauf. Unter Wasser sind lauter Wasserblasen. Luftblasen. Wir sind noch aktuell relativ alleine auf dem Server, nur ein anderer Spieler. Ja, nice. Platt machen und raiden. Lalalalala, ich bin ein kleines Motorboot. Nam, 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 nam. Das sieht ja sehr imposant hier aus, wenn ich das Licht ausmache. Gut, mit Licht jetzt auch nicht viel besser. Nur blauer. Kann ich beim Schwimmen trinken? Ja, kann ich. Nice.
Hier ist bei mir in der Nähe noch ein Haus. Das könnte ein Trader sein. Oh, dem kann ich ja ein bisschen Weed verkaufen. Ich bin mir nicht sicher, was es ist. Ist auch auf der Map noch nicht eingezeichnet. Okay, ich glaube, es ist tatsächlich nicht im Wasser mehr, der Schatz. Aber ich schwimme einfach mal fleißig weiter, in der Hoffnung, dass ich ankomme. Ja, wenn nicht, dann würde ich halt rüberkommen. Ja, muss halt irgendwie mein Zeug mitbringen. Geht da Spricht hinten die von Sonne auf? Genüssen. Ja, sonst mache ich hier einen auf Assassin, auf Assassine und assassiniere dich. Assassinierst. Ja, ich assassiniere. Das ist gleich neben Prokrastinieren und anderen Dingen. Ich brauche Steine. You're gaining health from the food you have eaten. Weißt du, da lernt man als Kind immer, man soll 45 Minuten nach dem Essen nicht schwimmen gehen. Was mache ich? Schwimmen und essen gleichzeitig. Ja, muss. Nice. Ja, richtig so. Richtig nice. Was sagt die Map? Die Map sagt, ich brauche noch ein bisschen. Es ist ein sehr spannendes Bild, weil einfach nichts geschieht. Ich habe das Gefühl, ich bewege mich auch nicht voran. Aber ich tue es. Angeblich. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt mal hier an Land, da bin ich einfach schneller. Hast du schon mal so einen Schatz gehoben? Nee, also weil, wie gesagt, der bei mir war in der Wüste, da musste ich ein ganz schönes Stück laufen, um da hinzukommen. Da habe ich da relativ viel, also den kompletten Radius, den er hatte, ausgegraben. Und das meiner Meinung nach, jetzt hier um 4 Uhr schon Nacht, Tag. Immer. Krass, auf der Blaze ist es um 6. Du kannst halt einstellen, wie viele Stunden Tag du haben Ja, willst. okay. Ja, stimmt, macht Sinn. Nee, und hab da alles ausgebuddelt und da ist nichts passiert und das war dann ein bisschen, ja, lame, sag ich mal. Oh, jetzt regnet es auch noch schön. Ich nehme jetzt ehrlich gesagt von dem, was du da hast liegen lassen, fast nichts mit. Was habe ich denn da liegen lassen? Lauter Samen, die man einpflanzen kann. Ja, gut. Ich würde den Shotgun-Part auch scrappen, weil so gut ist er nicht. Karten kann man auch ignorieren. Okay. Alles entspannt. Also mach ruhig, wie du denkst. Will auch die ganzen Arrowheads scrappen. Ah, es ist doch im Wasser. Okay, let's go. Whee! Das heißt, da unten liegt jetzt eine Truhe, die ich looten kann, oder was? Okay, das ist gut, weil dann muss ich nicht ausbuddeln. Das ist schon mal echt praktisch. Und ich meine, so ein richtiger Schatz muss ja auch eigentlich unter Wasser sein. Wieso? Hier so ein Piratenschatz in so einer Schatztruhe. Datenschutz. You cannot freeze. Ich sehe es schon kommen, ich verreck hier unter Wasser. Ha! Da ist er! Da ist er! Oh yeah! So, wir machen Hab noch ein ich paar Arrows. irgendwo eine Anzeige, die kommt wegen so You are drowning? Das ist schlecht. Yep, das ist definitiv schlecht. Ich muss hochkommen. Helf mir. Komm hoch. Tauch auf. Oh shit. Komm schon, komm schon, komm schon. Wann bin ich oben? Wann bin ich oben? Jetzt stirb nicht wegen so einem Unsinn. Oh, ich höre den Regen. Ich habe überlebt. Gut, aber jetzt bin ich direkt über dem Ding. Das ist schon mal gut. Okay, jetzt tauche ich direkt runter. Alter! Jetzt sehe ich auch zumindest mal, was mein Sauerstoff ist. Das habe ich eben nicht gesehen. Bin mit den Klamotten, die ich hier machen kann, nicht gerade zufrieden. 22, 23, 24, 25, 26. Gut, mein Okay. Inventar ist voll, ich kann jetzt nicht mehr machen. Ich komme nicht bis zur Truhe. Kann es sein, dass wenn ich weniger Leben habe oder weniger Ausdauer, dass ich dann schneller Sauerstoff verliere? Nee, eigentlich nicht. Können wir uns eine Atemmaske basteln? Ich werde jetzt nicht durchschwimmen. Bin schon nass Nee. genug und mir ist dauernd kalt. Lauf außen rum. Das macht mehr Sinn.
Ja, damn, den Schatz kann ich aktuell nicht looten. Schade. Es gewittert. Ich wollte ja eigentlich auch da drüben noch in das andere Haus reingehen, aber Inventar ist halt voll. You're experiencing Heartstroke Level 2. You need shelter. Oder erfrierst du? Ich überhitze, ich habe 100. Fuck, wie kann ich denn 123 Grad Fahrenheit haben? Das sind 45 Grad Celsius. Ich bin im Wasser, also. Aber ich hatte meine Pufferjacke an, wahrscheinlich deswegen. Sehr wahrscheinlich, okay. Ja. Jetzt bin ich nur noch, hui, auf 111 Grad. Ich kann meine Axt nicht reparieren. Das ist unpraktisch. Ja. Okay. Okay. Wir müssen unbedingt eine Heimat finden. Dieses dauernde volle Inventar ist irgendwie doof. Absolut. Und ja. Damit sind hier auch noch zwei Zombies. Und ein Hirsch. Ich bleib jetzt mal auf der Flussseite erstmal. Jo. Ah, der macht den übelsten Bogen, schade. Ja, einfach weil ich nicht rüberkommen will. Brauche ich einen Kaffee? Ein Kaffee? Ja. Ich hab hier einen stehen. Der gibt dir nämlich ein bisschen Hitzeboost, weil ich bin schon wieder kurz davor zu erfrieren. Na gut, dann sollten wir uns definitiv mal treffen, dann kann ich dir die Pufferjacke mal geben. Ja, es ist hier so die Todesfolge. Ich ersauf fast. Krieg noch einen Herzinfarkt. Ja, siehst du? Wie du es machst, ist verkehrt. Ja. Aber immer wieder rennen, ein bisschen arbeiten, dann geht die Hitze wieder hoch. Alles gut, alles gut. Ich werde schon mal ein paar Frames craften, dass wir unser Häuschen bauen können. Also du bist echt ein richtiges Haus gleich craften. Nein, aber halt so einen kleinen Shelter. Ich würde halt einen kleinen Shelter machen, wo wir halt dann einen kleinen, so einen kleinen Geheimgang in den Keller machen, wo wir dann wirklich ein bisschen was machen. Also, weil ich würde mich halt zum Beispiel, ich würde ein existierendes Haus nehmen und das einfach verrammeln. Ja, aber da kommt man halt leicht rein. Genau, aber also parallel dazu würde ich trotzdem irgendwo den Weg machen. Aber bevor wir jetzt, also ich sag mal, mit dem vollen Inventar die ganze Zeit rumlaufen, ja, okay, würde ich halt sagen, gut, wir können es auch so machen, dass halt einer den Shelter buddelt und der andere farmt oder so. Und zwar ein bisschen abwechseln halt. Können wir auch machen. Jetzt sind wir denn automatisch getrennt. 0,7 Kilometer. Ich kann auch zu dir rüber schwimmen. Nee, mach nur, bleib du mal drüben. Aber aktuell regnet es halt eh die ganze Zeit. Ist ja wahrscheinlich näher am Schatz aktuell. Ja gut, den Schatz, den habe ich ja verlassen. Also du bist direkt neben dem Schatz im Prinzip, aber ich bin halt nicht runtergekommen. Ich war ja dann direkt drüber und ich komme nicht mal bis zum Schatz runter mit 50% atmen. Sprich, ich könnte ihn nicht looten, ohne Schaden zu nehmen. Du, da musst du halt überlegen, ob es sich lohnt, vielleicht Schaden zu nehmen, weil wir haben Medikits. Ja, genau. Also, aber das konnte ich halt jetzt nicht machen, weil jetzt wäre ich einfach verreckt beim zweiten Versuch. Aber der Schatz läuft hier nicht weg. Oder doch? Gleich. Laufen Schätze weg. Laufen Schätze wegkriegen? Weil ich ein bisschen Ausdauer regenerieren muss, sammle ich hier gerade mal so ein bisschen Tee, dass wir nachher dann gleich direkt nur Tee haben. Und ich nehme dieses fliegende Vogelnest mit. Das fliegende Vogelnest? Damn. Oh, hier dampft das Wasser. Dip. Oh shit, über den Kaktus gelaufen. Nice.
Wieso regnet es jetzt hier eigentlich die ganze Zeit? Was soll das denn? Ich habe keine Ahnung, vor allem ich bin hier in der Wüste. Es ist jetzt hier Regenszeit. Regenzeit. Regenszeit, Regenzeit, was auch immer. Ohne Fugen S, bitte. Regenzeit. Besser? Ein wenig. Oh, es donnert. Ah, ich wollte gerade sagen, bei mir ist jetzt ganz kurz auf. Ist hier vielleicht ein Spot, wo es nicht regnet? Hast du den einen Spot gefunden? Ich hatte gerade hier einen Spot, wo ganz kurz kein Regen war. Wollte ich gerade sagen, guck mal. Es hört auf mit dem Regen. Und anscheinend doch nicht. Gar nicht. Aber, weil wir gerade von Zeit sprechen und Regen. Und aufhören. Ja, also vor allen Dingen Zeit. Es ja, die Zeit, Folge ist vorbei. Dass Chaco wieder seinen Spruch macht, ja. Ja gut, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich glaube, das war die Samstagsfolge. Dienstag, Donnerstag und samstags kommen die Folgen dementsprechend. Ja, die nächste wird kommen. Euch vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und schaut auch beim Krillen mit rein. Und ansonsten habt eine gute Zeit. Haut rein und bye bye. Ciao.